willkommen Andreas Preuß. Ich sage dir herzlich willkommen Danny Heister. Charat Kamal Achata oder auch auf Englisch Achata. Herzlich willkommen. Ganz besonders, dass er auch als dreimaliger Weltmeister heute hier ist. Sagen Sie herzlich willkommen Jochen Wolmert. Herzlich willkommen Alexander Otto. Ja, eine öffentliche Pressekonferenz, die hat immer den Charme, dass das Leben drumherum weitergeht. Das soll auch heute hier so sein. Herr Otto, für Sie auch, glaube ich, kein alltägliches Erlebnis, in diesem Einkaufszentrum eine Pressekonferenz durchzuführen. Das ist in der Tat was ziemlich Neues, aber ich glaube, es ist auch ein ganz besonderer Anlass. Mit was darf man denn in der O2 World in Hamburg am 27.02. rechnen? Ich denke, 5000 Zuschauer, das wäre eine Hausnummer, das wäre großartig, das wäre der Rekord. Das ist vielleicht ein Ziel. Ich glaube, das ist hier möglich mit diesem fantastischen Publikum, mit dem riesen Sportinteresse auch in dieser Stadt, so wie ich es erlebt habe. Das wäre sicherlich großartig und die Location gibt das auch her. Es ist die Neuauflage des diesjährigen Finals. Wir haben in Frankfurt gegen Fulda knapp gewonnen im Juni. Fulda hat sich verstärkt mit zwei unserer ehemaligen Spieler. Ich nenne jetzt nur mal Christian Süß. Der hat 12 Jahre bei uns gespielt und der hat Fulda enorm verstärkt. Der hat beim letzten Mal hier auch für Düsseldorf noch gespielt. Von daher ist das, bietet die Partie viele Reize. Es ist Abwehr gegen Angriff. Ich finde es einfach eine tolle Sache, dass im Tischtennis natürlich so Behindertensport und Nicht-Behindertensport schon seit Jahren zusammengewachsen ist. Seitdem ich Tischtennis spiele, habe ich immer im Nicht-Behindertenbereich gespielt. Aber Borussia ist ja auch ein Vorreiter dafür, was Inklusion betrifft, weil es, glaube ich, der einzige Verein ist in Deutschland, der sowohl eine Fußgänger-Tischtennismannschaft hat, die im Behindertensport sehr erfolgreich ist, sowie auch eine Rolli-Bundesliga-Mannschaft. Das gibt es sonst in Deutschland nirgendwo. Sie beschreiten da neue Wege und deswegen ist auch diese Veranstaltung einfach optimal dafür, um das halt auch zu zeigen. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass wenn man irgendwo eingeladen ist, dann bringt man irgendwie auch was mit. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns dann wiedersehen am 27. und Sie natürlich als Borussen-Fan begrüßen dürfen. Ja, also absolut. Ich glaube, man kann sich darauf verlassen. Die Hamburger sind sehr gastfreundlich und ich glaube, dass Borussia Düsseldorf eine gute Unterstützung bekommt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Vater ist auch in Poppenbüttel im Verein, von daher bin ich heute auch hier. Also großartig, dass das AZ dem Sport Tischtennis so ein bisschen mehr Öffentlichkeit bietet? Selbstverständlich. Also ist auch mal was für neue Leute, mal hier sowas zu sehen. Also Leute, die mit dem Tischtennis nichts zu tun haben. Dann natürlich Leute, die relativ gut gespielt haben oder gut spielen. Ist natürlich mal auch gut für den Tischtennis. Seid ihr denn alle drei Tischtennis-Fans? Ja. Tischtennis. Also ich habe in vielen Locations schon gespielt, ich habe auch schon mal draußen gespielt im Winter, aber in einem Einkaufszentrum bisher tatsächlich noch nicht. Und werden Sie hier von den Kids auch ein bisschen gefordert? Ja, und die Kinder, die spielen ja mittlerweile schon einen relativ guten Ball, das sieht man ja auch hier, so die Grundtechniken sind alle da, die sind schnell, haben eine gute Bewegung drauf, fehlt ein bisschen an der Reichweite natürlich noch, aber sie sind auf einem guten Weg. Ich glaube, es ist wichtig, das Interesse der Menschen zu wecken. Hier in Hamburg gibt es viele tolle Veranstaltungen, auch Sportveranstaltungen. Tischtennis ist etwas, für das viele Hamburger begeistert. Aber die Menschen richtig abzuholen, das ist immer sehr wichtig. Und besondere Faszination strahlt natürlich aus, wenn man wirklich Top-Spieler aus der Weltrangliste auch spielen sieht beim Showkampf. Und ich glaube, dass viele dadurch auch Lust bekommen haben, hier mitzumachen und nachher am 27.02. in die O2 Arena zu gehen, um da wirklich Weltklasse-Tischtennis zu sehen. Okay, dann danke ich Ihnen.